Hindhead, 12. April 1899. Verehrte Mrs. Patrick Campbell, wir bewohnen dieses Haus nur bis Ende Mai. Kommen Sie also schnell. Meine Frau wird sich sehr freuen, Sie zu begrüßen. Ich habe Ihre neueste Fotografie gesehen, aber so schön sie ist, es gibt überall eine Menge Leute, die schön sind, aber sie können nicht eine Faser ihrer Hirnrinde nehmen und sie durch das Nadelöhr des Dramatikers fädeln. Wer das fertig bringt, der hat die wahre Begabung. Ich hoffe, Sie können bald kommen. Ihr sehr ergebener George Bernard Shaw. Kensington Square, 33, April 1899. Mein lieber Mr. Shaw, ich zittere schon lange davor, meine Fotografien zu sehen. Die Zeit der Krähenfüße und Hängebacken ist gekommen. Gott helfe mir und allen Frauen. Ich fürchte, ich kann Ihre freundliche Einladung nicht annehmen. Eine Tournee nach Amerika, 22 Wochen, zu ebenso viel Dollar die Minute. Gott segne Sie für das Lächeln, zu dem Sie uns alle zwingen, und er verzeihe Ihnen Ihre literarischen Missetaten. Ich meine, diese kleinen Geschmacklosigkeiten, bei denen man sich förmlich krümmen muss. Ihre ergebene Beatrice Stella Campbell. Im 5. Monat des neuen Jahrhunderts fiel mein Mann im Burenkrieg in Südafrika. Wir waren 16 Jahre verheiratet gewesen und die Einsamkeit war nicht zu ertragen. Ich wusste mir nicht anders zu helfen, als mich mit allen Sinnen in die Arbeit zu stürzen. Und danach kam eine Reihe wundervoller Stücke, ein Erfolg nach dem anderen, und es führte mich viele Male zwischen England und Amerika hin und her. Es vergingen Jahre, bevor ich wieder von Mr. Shaw hörte. Meine Kinder waren inzwischen herangewachsen und heirateten. Mein Sohn Beo im Jahr 1908, meine Tochter Stella 1911. Und ich brachte eine Komödie nach der anderen heraus. Sie begannen mir Geld einzubringen, wie ich es noch niemals erlebt hatte. Und dann machte ich mich ernstlich an die Arbeit, ein Stück für Mrs. Pett zu schreiben, das ich schon seit langem für sie geplant hatte. Und endlich, Anfang 1911, war es fertig. Eines Tages, ich war soeben von meiner letzten Amerika-Tournee zurückgekehrt, da erhielt ich wieder einen Brief von Mr. Shaw. Aber bevor ich ihm noch darauf antworten konnte, klingelte es bereits. Und da saß er auch schon in meinem Wohnzimmer und las mir sein neues Stück Pygmalion vor. So wie er damit zu Ende war, sagte er, er habe das Stück für mich geschrieben. Und es sollte mir gehören, sobald ich es zu spielen wünschte. Und damit lief er fort. Gegen Abend hatte ich mich so weit gesammelt, dass ich ihm schreiben konnte. Mein lieber Mr. Shaw, vor allem meinen Dank dafür, dass ich das Stück hören durfte. Und dafür, dass Sie glauben, ich könnte Ihre hübsche Schlampe spielen. Wenn es Ihnen wirklich so ernst ist damit, dann wäre der nächste Schritt, dass Sie wiederkommen, damit wir die Sache besprechen können. Und er kam mit lachenden Augen und einem Vertrag in der Tasche. Und als er wieder ging, da hatte ich das beunruhigende Gefühl, dass unsere Freundschaft viel zu schnell reifte. Stella, Sie wussten, dass es passieren wird. Ich kam ganz ruhig in Ihr Haus, um Geschäftliches mit Ihnen zu besprechen, so hart gesotten wie je und so wahr ich lebe. Innerhalb von 30 Sekunden hatte ich mich Hals über Kopf in Sie verliebt. Ja, ja, ich träumte. Ich wandelte auf Wolken, gerade als ob ich meinen 20. Geburtstag noch vor mir hätte. Aber Sie sind doch nicht 20, Mr. Shaw. Und das Theater ist eine sehr ernste Sache, also bitte bleiben wir bei dieser ernsten Sache. Wenn, ich sage ausdrücklich wenn ich die richtige Besetzung für eine Aufführung zustande kriege, dann will ich Ihre hübsche Schlampe spielen. So weit will ich gehen. Weiter gehe ich nicht. Gut, gut, bleiben wir bei der Sache. Darf ich Anfang nächster Woche zu Ihnen kommen? Oder fürchten Sie, Sie könnten Ihr Herz an diesen süßholzraspelnden irischen Lügner und Schauspieler verlieren, so wie er seines an Sie verlor? Ivo, ich fürchte nichts. Sie sind ein Spuk. Wer könnte sich in einen Spuk verlieben? Bitte, ich lade Sie ein, besuchen Sie mich Freitag zum Tee. Ich verspreche Ihnen sogar, wir werden allein sein. Liebe Stella, ich danke Ihnen für den Freitag und für einen Sonnabend voller köstlicher Träume da droben in den Wolken. Jetzt bin ich wieder in Ordnung, bin wieder auf die Erde zurückgekehrt mit all meinen Zimbeln und Trommeln und Trompeten und meinen schmetternden Pöbeleien in voller Lautstärke. Trotzdem wäre es eine unverschämte Feigheit, so zu tun, als wären Sie nicht eine wunderbare Frau.
Und als ob der Zauber nicht volle 12 Stunden höchst hinreißend auf mich gewirkt hätte. GBS. Bei der Sache bleiben, Mr. Shaw. Ich habe also dem Theater ein formelles Angebot gemacht und die Welt wissen lassen, dass ich die Leitung übernehme und Mr. Shaws Eliza Doolittle spielen werde. Wer den Higgins spielen soll, das weiß ich noch nicht. Das braucht sie vor der Hand nicht kümmern. Wir werden schon einen finden. Oh, es gibt ein ganzes Dutzend, die das spielen können. Es braucht ja auch kein Star zu sein. O Stella Stellarum, in den Umdrehungen der Sonnen ist nicht so gewiss wie das. Wenn Sie Inszenierungen mit dem Ein-Star-System versuchen, Sie nichts, nicht einmal mein Genie mit dem Ihren vereint, vor einer katastrophalen Niederlage retten kann. Bitte führen Sie Pygmalion mit einem billigen Higgins auf und Sie werden einen rasenden Erfolg haben. Aber die Einnahmen werden immer kleiner werden. Nach ein paar Wochen kommt die Geschichte ins Stocken. Sie werden einen Riesenschrecken bekommen. Man wird Pygmalion absetzen, in der Provinz weiterspielen und nie wieder ein Stück von mir aufführen. Nein, nein, nein. Stella, ich muss einen gigantischen Higgins haben, nicht einen x-beliebigen. Und ich darf Sie nicht ruinieren und mich auch nicht. Ich könnte dich, Liebste, nicht so lieben, liebt dich nicht Geld noch mehr. Sie, eine Veteranin des Theaters, Sie müssen doch einen Veteranen als Partner haben. Was bin ich jetzt? Eine Veteranin? Das soll sie aber gleich der Teufel holen. Bin doch keine Veteranin, da muss man ja an Holzbeine denken. Und an Glasaugen, an falsche Haare und an falsche Zähne? Nein, 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 nein. Zu Ihrer besseren Information, mein Herr. Ich trage immer noch meine eigenen Augen, Haare, Zähne und Beine. Alles noch fest angewachsen. Und überhaupt, ich wünsche nicht einen Tag über 39 zu sein. Ich bitte, sich das zu merken. Gewiss, ich habe eine Tochter von 28, das macht gar nichts. Das kommt in Indien alle Tage vor. Und wenn Ihnen so viel an Higgins liegt, mehr als an Eliza, aber bitteschön, dann nehmen Sie doch einen männlichen Star, Ihre ergebene Beatrice Stella Campbell. Ach was, ich will meine Eliza haben und keine andere Eliza. Ich habe das Stück geschrieben, um meine Eliza zu haben. Und ich muss einen passenden Higgins für meine Eliza haben. Ich will ja nichts weiter, als in allem meinen eigenen Willen haben. Ach, was sind Sie für ein Clown? Ich werde Sie Joey der Clown nennen. Wie gefällt Ihnen das? Joey, nehmen Sie sich jetzt zusammen, Joey. Ich will, dass diese Sache endlich ins Rollen kommt. Ich werde die Proben für den 1. September ansetzen. Aber an diesem Tage sollte es noch nicht sein. Noch nicht. Ein paar Wochen davor, kurz nachdem ich in die Ferien gefahren war, hatte Stella einen schrecklichen Autounfall. Das brachte alle unsere Pläne vorläufig zum Scheitern. Meine liebe Stella, das hätte ja böse ablaufen können. Naja, eine Nachkur ist das Allerbeste. Ich bin hier in Kissingen auf Ferien und werde Ihnen sofort einen Fahnenabzug vom Pygmalion schicken, den Sie mit auf die Reise nehmen können. Aber ich warne Sie, sobald Sie es gelesen haben, sind Sie verloren. Sie werden mir zu Füßen sinken und Ihr schönes Haar wird wie gefärbt aussehen, wegen der braunen Schuhe, die unter den Wurzeln hindurch schimmern. Ich schwöre, dass ich Ihr Haus am Kensington Square als ein Mann von Eisen betrat, meiner selbst vermessen sicher in meiner Unüberwindlichkeit und innerhalb von 30 Sekunden hatte ich mich Hals über Kopf in Sie verursacht. Stella, wenn auch nur ein Fetzenanstand in Ihnen gewesen wäre, hätte das niemals passieren dürfen. Hat das Würde, hat das Vernunft in meinem Alter? Ein Trottel, ein verliebter Tatterkreis. Nein, nein, ich muss diese Schwäche überwinden oder noch besser Geschäfte damit machen und Stücke darüber schreiben. Ach, Sie scheinen ja eine vergnügte Zeit zu verleben. Ich wünschte, ich wäre bei Ihnen. Aber man lässt mich ja noch nicht einmal für länger als höchstens eine halbe Stunde aufsitzen. Von Autofahren gar nicht die Rede. Hier in Ex habe ich eine herrliche Welt vor Augen, wenn ich aufblicke zu den Bergen. Aber diese Gesellschaft hier in diesem Hotel, diese Frauen, dieser Luxus, was die treiben, die tragen rote Fingernägel. Wahrhaftig, und Lippen wie Siegellack, mir stehen die Haare zu Berge. Ach, lache und die Welt lacht mit dir. Schnarche und du schläfst allein. Eines Tages, wenn Sie sehr artig sind, wenn Sie sich anständig benehmen auf den Proben, da werde ich Ihnen einen Liebesbrief schreiben.
Einen Liebesbrief, oh Sancta Simplicitas. Wann hätten Sie mir je etwas anderes geschrieben? Nein, 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 überlassen Sie das nur mir und beten Sie lieber für uns beide, denn es ist immer Gefahr im Verzuge, wenn dieser Teufel Liebe am Werke ist. Übrigens, wenn die Sonne in Savoyen scheint und Sie viel im Automobil fahren, bitten Sie doch Ihren Chauffeur, dass er Ihnen etwas Maschinenöl gibt, um das Gesicht damit einzureiben, sonst schält sich die Haut ab. Ich benutze Hautöl, aber Maschinenöl ist billiger und leistet dieselben Dienste. Ach, Liebling, was für ein lustiger Brief, danke. Ich nenne Sie heute Liebling, weil mein lieber Mr. Shaw so gar nichts ausdrückt. Aber Liebling, das drückt einen Mann aus und einen Geist und eine Swada, wie Ihr Geist und Ihre Swada. Ach, ich wünschte, ich würde heute mit Ihnen im Ritz soupieren. Und wir wären beide 21. Sie im Abendanzug. Und ich auch sehr hübsch anzusehen. Und wir würden tanzen. Ich weiß, Sie können gar nicht tanzen. Aber beeilen Sie sich, wenn Sie etwas für mich tun wollen. Oder ich bin gar nicht mehr da. Ich bin ja so krank. Ach, Unsinn. Ich denke gar nicht daran, Krankheit zu unterstützen. Meine Frau ist krank und meine Mutter ist krank. Auf alle Fälle bin ich es, der Mitleid verdient. Joey, Liebling, ich bin ja gar nicht im Himmel. Ich bin wieder in London. Ach, bitte beeilen Sie sich doch. Kommen Sie doch schnell zurück. Ich vermisse Sie entsetzlich. Und Eliza auch. Näher, meine Göttin, zu dir um weitere 120 Meilen. Sonderbar, ich bin auch nie hier in Orléans gewesen. Eines Tages würde ich gerne einmal ein Stück über die Jeanne d'Arc schreiben, das etwa mit dem Zusammenfegen der Asche nach dem Märtyrertod beginnen müsste und im weiteren Verlauf aufzeigt, wie sie allmählich im Himmel ankommt. In einer meiner weiteren Szenen müssten Shakespeare und Voltaire in irgendwelche Seitengassen flüchten, um ihr nicht zu begegnen. Da würden Sie die Jungfrau darin spielen wollen? Sie müssten hoch zu Ross auftreten in schimmernder Rüstung und mit unzähligen Statisten kämpfen. Ach, Ihre Briefe sind ein Karneval von Worten. Und mit was für erhabenen Frauenzimmern Sie sich herumtreiben. Heiligen Johannen und dergleichen. Es wird ja furchtbar werden eines Tages, wenn Sie merken, was ich für eine gewöhnliche, geistlose Scheuerfrau bin. Seit 12 Jahren Witwe. Seit 4 Tagen. Großmutter. Wenn Sie wirklich Montag oder Dienstag wieder in London sind, würden Sie mich bitte um 4 Uhr Nachmittag besuchen und mich zum Lachen bringen und mich davon überzeugen, dass es sich lohnt, gesund zu werden. Ich kann nicht vor Freitag nach London zurückkommen, oh tapfere, hochgemute Dame. Du schimmernde Erleuchtung meines zertretenen Geistes. Ach, ich wünsche die Post zum Teufel, weil sie keine Minute länger warten will. Deine Briefe sind Fallen, Mausefallen. Genau wie dein geliebter irischer Akzent, den, wie ich vermute, die Schlange im Paradies gehabt haben muss, sonst hätte Eva den Apfel gar nicht bemerkt. Geschweige gegessen. Ich schreibe heute einen Liebesbrief. Gar nichts mehr drumherum, gar kein Getue mehr. Ich schreibe einen Liebesbrief. Ich habe nie Küsse mich zu dir gesagt. Weil das Leben viel zu kurz ist für den Kuss, nach dem mein Herz sich sehnt. Du musst immerfort nach Hause laufen. Zum Tee, zum Dinner, zu Charlotte, immer mit der Uhr in der Hand. Sieh mir in die Augen, Feigling. Sieh mir in die Augen, 2 Minuten, ohne zu reden. Wenn du das wagst, und um wie viele Stunden würdest du zu spät zum Dinner nach Hause kommen? Oh, du musst aus dem Bett gezerrt und so lange geschüttelt werden, bis du wieder kerngesund bist. Oder ich werde mich selbst zu dir ins Bett legen und wir werden zusammen zugrunde gehen, auf skandalöse Weise. Hab ich dich nicht einmal Joey der Clown genannt? Das muss wohl gewesen sein, als du sagtest, ich bin Gott. Oho, mir scheint, du fängst an, wieder gesund zu werden. Ich höre einen bestimmten Klang, ich sehe etwas aufblitzen. Die tapfere, muntere Stella regt sich wieder. Stella, wer ist Stella? Eine Frau, nun gut. Aber kann sie eine menschliche Baggermaschine lieben, denn das bin ich doch. Möchte sie ein Stück kaltes Eisenblech an ihrem Busen drücken? Oh, ihr Busen, jetzt erinnere ich mich, die Hexe. Als sie zum ersten Mal meine Hand nahm, so nahm, dass sie ihren Busen berührte, ein gemeiner, infamer Trick, es durchfuhr meine Blechrüstung für Stunden.
Hätte sie gefühlt, was ich damals fühlte, sie wäre mit mir gen Himmel gestiegen und hätte mich zu ihrer Rechten sitzen lassen. In deinen Briefen gibt es Stellen, die ich nur mit einem goldenen Schweigen beantworten kann. Ich habe ihn sofort zerrissen, ich weiß nicht mehr, was drin stand. Geliebte Baggermaschine, heute schreibt eine traurige Frau. Die Ärzte sagen, ich müsse unbedingt sofort operiert werden. Bitte sage Charlotte, sie möchte freundlich sein zu mir. Nein, nein, ich glaube, es ist am besten, Charlotte gar nichts zu sagen. Gestern passierte eine Katastrophe. Charlotte hat unser Telefongespräch mit angehört. Die Wirkung war furchtbar. Ich glaube, ich muss entweder mich selbst umbringen oder sie. Es tut mir in der Seele weh, jemand so leiden zu sehen. Joey, du Teufel, ich warne dich. Du sollst mich nicht immer wieder dazu verführen, über Charlotte mit dir zu diskutieren. Ich will nicht über sie reden. Ich will nicht. Deine infernalische Bosheit wird uns noch alle drei in eine schreckliche Patsche bringen. Ich träume bereits von Charlotte. Wahrhaftig. Mir träumte, sie schüttelte mir herzlich die Hand und lächelte süß und sagte, ach, ich dachte, sie wären ein Paradiesvogel, aber sie sind ja nur eine alberne Gans. Das Ende dieses Traumes war, dass ich aus dem Bett sprang, ein Taxi rief und davonfuhr. Du weißt ja genau, wohin ich fuhr. Ich warne dich. Stella la dangereuse. Und danach begann ich gesund zu werden. Im Januar konnte ich bereits umhergehen und im Februar durfte ich Besuche empfangen. Und alles kam. Autoren, Kollegen, alle Leute, die ich in London gekannt hatte. Und noch viele andere, die ich nie zuvor gesehen hatte. Und einer kam jeden Tag und brachte mir Rosen und brachte mir Fröhlichkeit. Arthur Cornwallis West. Kann das wahr sein? Mein böser Geist sagt mir, du gibst mir den Laufpass, weil du die Absicht hast, einen Baron zu heiraten. Bin ich beiseite geschoben, wirklich? Muss ich aufhören, Verse zu machen? Obwohl ich zugeben muss, dass mir im Augenblick auf Stella kein anderer Reim einfällt als Propeller und verdammt schnell auf Mrs. Campbell und ähnlicher Unsinn. Nein, ich habe Arthur sehr gern, aber ich sage mir, er ist jung und ich bin alt. Soll er doch warten, bis ich deiner müde bin. Ach, armer Joey, dein Brief bricht mir das Herz. Aber leider kann man gar nichts machen, deine Leiden zu lindern. Aber Joey, mein Liebling, ich habe heute erst von der Erkrankung deiner Mutter erfahren. Ich weiß, sie ist es, von der du deinen Charakter und deinen Geist geerbt hast. Wenn sie wirklich von uns geht, das wird ein großer Verlust sein. Mama, ja. Mit 80 bekam sie noch einen Weisheitszahn. Und jetzt sagt man, es geht zu Ende. Es ist entsetzlich, wie die Welt sich ändert. Mein geliebter Joey, eben habe ich es erfahren. Möge sie in Frieden ruhen. 22. Februar 1913. Was für ein Tag. Ich muss dir darüber schreiben. Wie kommt es, dass ein Begräbnis einem immer den Sinn für Komik schärft und so aufheiternd wirkt? Dies heute war ein voller Erfolg. Kein Begräbnisgräuel, keine schwarz gekleideten, schnüffelnden, in künstlichem Schmerz schwelgenden Trauergäste. Niemand wusste davon außer mir, Grenville Barker und dem Leichenbestatter. Da ich hier nun nicht eine prächtige Prozession mit wehenden Fahnen und blühendem Leben und triumphierender Musik verschaffen konnte, so war es so mit uns dreien am besten. Und der Sarg war mit einem violetten Tuch bedeckt, nicht mit einem schwarzen. Den gottesdienstlichen Text für Begräbnisse muss ich einmal neu schreiben. Es gibt Stellen darin, die verblichener sind als sämtliche Toten, für die er je geschrieben worden ist. Aber immerhin bei all seinen Mängeln ist er noch das Schönste, was man überhaupt vorlesen kann. Bei der Stelle Erde zu Erde, Asche zu Asche, Staub zu Staub war der Text dem Vorgang entsprechend ein wenig verändert. Eine Tür ging auf und der violette Sarg bewegte sich auf geheimnisvolle Weise hindurch und verschwand, während die Tür sich wieder schloss. Die Leute glauben immer, diese Tür sei die Tür zum Verbrennungsofen, aber das stimmt gar nicht. Ich ging hinter die Kulissen, nachdem der Gottesdienst zu Ende war, und sah, wie es in Wirklichkeit hergeht. Die Leute haben Angst, sich das anzusehen. Aber es ist wunderbar. Ich fand dort den violetten Sarg gegenüber einer weiteren Tür, und das war nun eine wirkliche Ofentür. Als sie sich hob, sah man in ein einfaches Kämmerchen aus Zement und Schamottziegel. Keine Hitze,
Kein Geräusch, kein bullernder Zug, keine Flamme, kein Brennmaterial. Es sah kühl aus, sauber und sonnig. Dann bewegte sich der violette Sarg wieder und rückte hinein, die Füße voran. Und siehe, die Füße gingen plötzlich in herrlichen, granatroten Flammenbändern auf. Wunderbar. Ohne Rauch. Und eifrig züngelnd wie die pfingstlichen Feuerzungen. Und als der ganze Sarg eindrang, da wurde er über und über zu Flammen. Und meine Mutter wurde zu einem schönen Feuer. Die Tür fiel zu. Man sagte uns, wenn wir alles Übrige sehen wollten, dann sollten wir in anderthalb Stunden wiederkommen. Ich dachte an die abgezehrte kleine Gestalt mit dem wundervollen Gesicht und sagte zu mir selbst, zu lange. Aber wir gingen fort. Als wir zurückkamen, blickten wir durch eine Öffnung im Flur hinab und sahen in eine geräumige Küche mit einem großen Zementtisch und zwei Köchen, die sich daran beschäftigten. Die hielten kleine Zangen in den Händen und pickten geschäftig und eifrig Nägel und Reste von Sarggriffen aus Mamas bescheidenem Aschenhäufchen und Knochenresten heraus. Mama selbst beugte sich in diesem Augenblick über meine Schulter und schüttelte sich vor Lachen. Dann fegten sie sie in ein Sieb zusammen und siebten sie durch, sodass nur ein Häufchen Staub und ein Häufchen Knochenreste übrig blieb. Und Mama flüsterte mir ins Ohr, möchte wissen, welcher von den beiden Haufen ich bin. Und diese erheiternde Episode war der Abschluss des Ganzen, außer dass man noch die Knochenreste zu Pulver malt und auf einem Blumenbeet verstreut. O Grab, wo ist dein Sieg? Und so, gute Nacht, Freundin, wie du weißt, wie es einem mit der Mutter geht und vieles andere. Ich habe sehr viel nachgedacht. Und siehe da, ich liebe das Gefühlvolle. Das Gefühl für Jugend, für Liebe, für Religion, für tausend Dinge. Ich liebe auch Akrobaten, die auf dem Drahtseil und die Geistigen, wie dich. Ich fürchte, das ist alles, was ich heute zu sagen weiß. Gute Nacht. Dann ganz plötzlich erklärten die Ärzte Stella für vollkommen gesund und Pygmalion wurde für April 1914 angesetzt. Das Leben ist schwierig und die Natur voller Tücke. Gott sei Dank, wenn einen ein Gefühl für Ordnung überkommt und einem heraushilft aus dieser Konfusion. Ich fühlte mich stärker und stärker zu Arthur hingezogen. Und in einem solchen Augenblick hatte ich ihm versprochen, er könne mit mir an die See reisen und dort meine Hand halten, bis zum Probenbeginn. Nur musste man das um jeden Preis vor Joey verbergen. Liebster Joey, es ist mir mächtig in die Glieder gefahren, dieses Datum im April. Ich kann gar nicht aufhören zu zittern. Ich fühle, ich muss ganz dringend Erholung haben. Ich will mich also ganz schnell ein paar Tage in den Dünen verstecken und vollkommen allein sein. Also bitte sei lieb und sei verständig, Joey, und lass mich bitte ganz allein nach Breiten reisen. Ganz allein, Joey, bitte. Ganz allein. Geliebteste, du darfst nicht allein fahren. Jetzt, da du wieder ganz du selbst bist, muss ich zu dir kommen. Ich kann morgen Nachmittag in Breiten sein. Du weißt nicht, was es für mich bedeutet, auch nur eine Stunde von dir entfernt zu sein. Ich werde mit dem Frühzug kommen. Und er kam ins Hotel, schnaufend wie eine Lokomotive. Stella! Joey, ich bitte dich, fahre sofort nach London zurück. Wie konntest du? Joey, ich bitte dich, reise, wohin du willst. Nur bleibe nicht hier. Du kannst nicht hier bleiben, Joey. Wenn du nicht fortgehst, dann muss ich fort. Einer von uns muss sich wie ein Gentleman benehmen. Joey, ich bin müde. Ich möchte hier bleiben. Aber er wich nicht. Ich sah ihn kurz beim Dinner, ohne Arthur natürlich. Und am nächsten Morgen um 6 in aller Stille fuhren wir ab, Arthur und ich. Aber mit der nächsten Post öffnete der Himmel seine Schleusen. Geh nur, du infernalisches Weib. Oh, du nichtswürdige, herzlose, frivole Lügnerin. Deine Lippen lügen, deine Augen lügen, deine Hände lügen. Ich könnte dich Glied für Glied in Stücke reißen. Gut, 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 geh du nur. Eine Frau zu verlieren ist noch nicht das Ende der Welt. Oh nein, die Sonne scheint, es ist angenehm zu schwimmen, es ist gut zu arbeiten. Meine Seele kann auch ganz allein mit sich fertig werden. Aber du hast meine Eitelkeit verwundet. Und das ist das unverzeihliche Verbrechen auch. Dir kann
es ja gleich sein, du. Du könntest die Saiten aus eines Erzengels Harfe reißen, um Pakete damit zu verschnüren. Hör auf, du blinder Mann, du. Teppichweber von Worten, du armes Ding, das nicht verstehen kann, dass jemand eine Frau sein will und weiter gar nichts. Du Besenstiel im weißen Laken, ich kann auch schimpfen. Glaubst du denn, es ist mir leicht gefallen, meinen liebsten Freund zu verletzen? Joey, sei nicht so gekränkt. Bitte, 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 bitte. Wenn ich zurückkomme, ich werde dir alles erklären. Du wirst alles verstehen. Ich habe geruht, ich habe geschlafen, ich habe gelernt und ich habe sehr viel nachgedacht. Und morgen beginnt das neue Jahr. Unser neues Jahr, Joey. Elisas neues Jahr. 31. Dezember 1913, Silvesterabend. O Nacht aller Nächte im Jahr. Erinnerst du dich an den letzten Silvesterabend? Ich denke daran mit tragischer Verzweiflung, denn du hast in mir die schlummernde Tragödie erweckt. Du hast meinen Stolz und meinen anmaßenden Übermut gebrochen, dem alle Tragödien der Welt nur wie Federn waren, die ich mir lachend an die Kappe steckte. Und wenn die Rolle, die du dabei spieltest, nur eine Illusion war, dann bin ich so einsam wie Gott. Darum musst du auch weiterhin die Mutter der Engel für mich sein. Weiterhin von Zeit zu Zeit deine Göttlichkeit anlegen und im Himmelreich neben mir sitzen. Denn das, bei all unserer angeblichen Gescheitheit, das ist im Grunde das Einzige, wofür wir beide eigentlich geschaffen sind. Denke du immer daran. Denn darin bin ich dir im Innersten treu geblieben. Darin sei auch du mir treu. Und ich will dir verzeihen, auch wenn du mich in allem anderen hintergehst. Wir verzeihen, dich preisen, dich ehren und dich anbeten. Super Hank Stellan will ich meine Kirche bauen. Joey, wenn ich Briefe schreiben könnte wie du, ich würde Briefe schreiben an Gott. Pygmalion stand nun endlich wirklich nahe bevor. Nach all dem Hin- und Herreden und Warten hatten wir Mitte Februar 1914 mit den Proben in His Majesty's Theatre begonnen, mit Mrs. Stella Patrick Campbell als Eliza und einem der besten Schauspieler Englands, Sir Herbert Beerbohm Tree als Higgins. Die Schlachtordnung war aufgestellt. Letzte Befehle. Heute Abend ist der Abend. Alles hängt von der Intuition des letzten Augenblicks ab. Stella, ich weiß genau, dass du es schaffen wirst. Mit einem kühnen Griff und mit Glanz und Entschlossenheit. Also, avanti. Avanti. Der Abend verlief wie ein Traum. Erfüllt von himmlischstem Gelächter. Ich glaube bestimmt, dass noch nie in der Welt eine Erstaufführung so fröhlich verlaufen ist. Mit jedem Akt wuchs die Begeisterung und am Schluss war es eindeutig klar, dass wir London im Sturm erobert hatten. Nur ein Wermutstropfen fiel in Joeys Freudenbecher. Nach dem letzten Vorhang brachte man ihm einen Brief und der war nicht von mir. Lieber Bernhard, Stella bat mich, Ihnen etwas mitzuteilen, was sie Ihnen wegen der Proben nicht selbst sagen konnte. Seit Mittwoch heißt sie mit ihrem standesamtlichen Namen Beatrice Stella von Cornwallis West. Ich bin sicher, dass Sie wie alle unsere Freunde uns Glück und Segen wünschen werden. Arthur. Na, da hast du ja, was du wolltest. Ich hoffe, er ist reich. Dann kannst du dich ja von Kopf bis Fuß in Zobel hüllen und dir dazu noch mein Feigenblatt an den Hut stecken. Arthur war es, der mich an jenem Abend im Triumph nach Hause brachte und mit dem Jubel um Pygmalion noch in meinen Ohren schließt das erste Kapitel unserer Geschichte. Der große Erfolg von Pygmalion wurde auf unerwartete und erschütternde Weise unterbrochen. In Sarajevo war irgendein Kronprinz ermordet worden und in ganz Europa brach Krieg aus. Innerhalb einer Woche waren alle Theater in London geschlossen. Und ich musste wieder einmal nach Amerika reisen, um mich zu sanieren.
Joey blieb zurück in London und schrieb politische Artikel für das Magazin The New Statesman. Stella, dieser Krieg wird allmählich zu blödsinnig, um Worte dafür zu finden. Der Kaiser fordert von Zeit zu Zeit eine weitere Million Männer an, um sie morden zu lassen. Und der König ruft seinerseits eine weitere Million Männer auf, um sie morden zu lassen. Warum stehen nicht die Frauen auf? Aber leider sind die Frauen genauso idiotisch wie die Männer. Und das ist alles, Stella. Könnte auch eine Zeitungsannonce sein, nicht wahr? Denkst du überhaupt noch daran, was aus unseren Romanzen geworden ist? Liebster Joey, ich hoffe, man hat dir aus New York gekabelt, dass die Pygmalion-Tournee abgebrochen werden musste. Ich konnte nicht mehr weiter, ich war erledigt. Ich hätte es nicht für möglich gehalten, dass jemand so müde und noch am Leben sein kann. Legte ich mich hin, so konnte ich nicht aufstehen. Und wenn ich saß, konnte ich mich nicht niederlegen. Und wenn ich lachte, weinte ich. Schließlich hielt ich es für besser, für eine Weile aufzuhören mit dem Theaterspielen. Ich bin mittlerweile ganz hässlich geworden und mein Haar fängt an, grau zu werden. Aber diese Zeitungen hier mit ihren Schlagzeilen, die genügen ja schon allein, um einen wahnsinnig zu machen. Ich war und bin noch immer sehr besorgt um meinen Sohn Beo. Er war an der Dardanellenfront erkrankt und nach Alexandrien geschafft worden. Von seiner ganzen Kompanie sind 3 Mann übrig geblieben. Ach, dieser Krieg, dieser ungeheuerliche, endlose, verfluchte Irrsinn. Ich wünschte, du wärest hier. Liebe Stella, deine Fotografie ist zu jung und schön, um wahr zu sein. Du solltest mich sehen. Ich sehe aus wie 70. Du hast mir einen halben Brief geschickt, in höchst ungebildeter Manier hingekritzelt. Schicke mir das Übrige und ich werde dir darauf antworten. Was ich hier habe, scheinen die letzten 2 Bogen zu sein. Ich will auch die ersten 6 haben. Es gibt 3 Abgründe der Unbildung, einer immer tiefer als der andere. Erstens, die Unbildung derjenigen, die ungebildet genug sind, nicht zu wissen, dass sie ungebildet sind. Zweitens, die Unbildung der Eliza, die nicht einmal ihre eigene Geschichte zu Ende lesen konnte. Und drittens, die Unbildung derjenigen, die keines meiner Werke gelesen haben. Und es gibt nur ein einziges menschliches Wesen, das diese 3 Abgründe der Unbildung in ihrem Gehirn vereinigt. Und ich, der größte lebende Meister der Literatur, ich habe mich mit ihr vor ganz Europa zum perfekten Narren gemacht. Mein geliebter Beo ist gefallen. Ich habe das Gefühl, er schläft und er wird aufwachen und zu mir kommen. Wenn ich ganz stark und ruhig bin. Es hat keinen Zweck. Ich kann kein Mitgefühl zeigen. Diese Dinge machen mich einfach rasend. Ich möchte fluchen. Ich fluche wirklich. Umgebracht. Nur weil es in der Welt ein paar so verfluchte Narren gibt. Warte noch eine Woche und ich werde wieder klug und besonnen sein. Oh, verdammt, 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 verflucht! Und oh, du Liebe, 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 Liebe. Liebste. 3 Wochen nachdem Beo gefallen war, war der Krieg zu Ende. Und die neue Ära setzte Stella allmählich außer Kurs. Das ging natürlich sehr langsam, aber in unaufhaltsamem Verfall vor sich. Und unsere Beziehung nahm eine tragikomische Wendung. Plötzlich brach ein erbitterter Streit aus über die Frage, was mit all den Briefen geschehen sollte, die wir beide einander im Laufe der Jahre geschrieben und, wie es schien, beide aufbewahrt hatten. Liebster Joey, ich erhielt einen Brief von einem Verleger, über den ich sehr gerne deine Meinung hören möchte. Es handelt sich um eine Art Vertrag für mein Buch und ich habe da ein bisschen Angst davor. Bitte lass mich wissen, wann du in London bist. Eine Freundin schreibt mir aus New York, ganz begeistert über die Aufführung von Haus Herzenstod. Es wäre nicht sehr nett von dir, wenn du mich bei der Rollenverteilung in London übergehen würdest. Geliebteste, ich kann dich nicht mit ins Ensemble von Haus Herzenstod nehmen. Du hast mich viel zu sehr eingeschüchtert. Und die übrigen Schauspieler würden sofort in Streik treten. Darüber werde ich natürlich nie hinwegkommen. Indessen, ich kann nicht mehr weinen und also macht es weiter gar nichts. Diese Sache mit dem Buch macht mir Sorge. Was hast du denn geschrieben? Über dein Leben oder meins oder beides?
Aber Joey, du weißt doch, ich kann weder schreiben noch buchstabieren, noch kann ich spinnen, noch kann ich Theater spielen. Meine Worte kopulieren sich auf unmoralische Weise und von allen Interpunktionen kenne ich nur den Gedankenstrich. Also bitte hilf mir. Ach, Stella, Stella, warum hat Gott uns miteinander heimgesucht? Also gut, ich habe mich entschlossen. Dein Buch sollte den Titel erhalten, Die Autobiografie einer Zauberin. Ich glaube, du wirst ganz leicht in Fluss kommen, wenn du, nachdem du all deine alten Erfolge von vor 20 Jahren abgeleiert hast, einen Doppelstrich ziehst und sagst, von jetzt ab findet sich mein Leben ausschließlich in seichten Pressenotizen. Joey, deine Feder macht dich betrunken. Ich höre, Charlotte regt sich sehr auf über mein Buch. Ich hoffe, dieses Gerücht ist nicht wahr. Hast du ihr denn nicht gesagt, dass ich ein Gentleman bin? Und dass ich nur meinen Schwanengesang anstimme. Ich sende dir heute eine Abschrift der Briefe, die ich mit deiner Zustimmung natürlich zur Veröffentlichung vorschlage. Hör mal, du sagst, du willst dich wie ein Gentleman benehmen. Nun gut. Ein Gentleman küsst nicht und lässt es dann drucken. Und damit ist der Fall erledigt. So, so, so. Ein Gentleman küsst nicht und lässt es dann drucken. Vielen Dank für diese Bäckerjungenmoral. Was ich von dir erwarte, ist ein kluger Rat, wie man genug Wahrheit auf eine geschriebene Seite bringen kann. Nun, das ist eine Stelle, auf die hin dein Arthur sofort eine Scheidung durchsetzen könnte. Bitte lass Arthur aus dem Spiel. Ich dachte, du wusstest, dass er mich vor 2 Jahren verlassen hat. Es war sehr unvernünftig von dir, einen so viel jüngeren Mann zu heiraten. So um 1895 herum zum Beispiel schrieb ich eine Reihe wundervoller Liebesbriefe an Ellen Terry und bekam daraufhin von ihr eine Reihe wundervoller Antworten. Bravo, bravo. Warum nicht Ellen Terry veranlassen, dass sie ihre Liebesbriefe von dir zusammen mit den meinen drucken lässt? Ah, jetzt verstehe ich durchaus deine heftige Abneigung, mich das ganze Buch lesen zu lassen. Du hast vollkommen recht. Ich werde es erbarmungslos in Stücke reißen. Ich weiß, wo dich der Teufel gepackt hat, Joey. Du hast einen Verstandeshochmut. Was willst du denn eigentlich? Du warst es doch, der zuerst an den Verleger schrieb und sagte, ich überlasse die Veröffentlichung dieser Briefe dem Gutdünken von Mrs. Patrick Campbell. Willst du das jetzt wieder zurücknehmen? Mit einem Schmiedehammer müsste man dir gewisse Begriffe einrammen, damit du dich endlich einmal selbst in dem Lichte siehst, in dem die anderen dich unweigerlich sehen werden, wenn dein Buch da erscheint. Joey. Du kannst mir so viel Unfreundliches und Grausames sagen, wie du willst. Du kannst mich mit 1000 Schmiedehämmern bearbeiten. Niemand kann mir überhaupt noch wehtun. Ist das nicht wunderbar, Joey? Was hast du eigentlich gegen die komische Albernheit der Welt? In 100 Jahren wird man sagen, ich sei deine Geliebte gewesen, schön. Und Granville Barker, unser Sohn. Ich sehe, man muss mit dir wie mit einem 9-jährigen Kind reden. Also gut. Nun geh doch einmal von der Voraussetzung aus, dass die Veröffentlichung vertraulicher Briefe unter ehrenhaften Leuten unstatthaft ist. Wenn es Liebesbriefe sind, dann wird die Schwierigkeit verzehnfacht, verhundertfacht, vertausendfacht. Sind es Liebesbriefe eines verheirateten Mannes an eine Frau, die nicht seine Frau ist und die zu der Zeit mit einem anderen Mann verlobt war, den sie dann später geheiratet hat, dann wird aus der Schwierigkeit etwas ungeheuer Unmögliches. Wenn ein Mann sie veröffentlicht, dann ist er ein Schurke und veröffentlicht eine Frau sie, dann ist sie eine Bestie. Und angesichts dieser klaren Verhältnisse fragst du mich nun ununterbrochen, warum du die Briefe nicht veröffentlichen sollst. Mir ist vor Empörung über deine Unverschämtheit so heiß geworden, dass ich die Kälte nicht fühle. Du hast mein Buch ruiniert. Du hast meine Geschichte verdorben. Du hast vor der Welt genau das zu verstecken versucht, was sie interessant hätte machen können, nämlich diese erotischen Spielereien eines Löwen ohne Begierde. Hast du nicht einen Liebesbrief von Maeterlinck oder von Wilde oder von irgendeinem anderen deiner Autoren? Die werden toben, wenn du die alle weglässt.
Du musst doch noch mehr Liebesbriefe haben. Du kannst doch nicht als die einzigartige, einmalige Schönheit dastehen, die nur einen Fang gemacht hat. Einen alten Idioten von 56. Oh, warte du nur, bis du die Briefe von Pinero, Maeterlinck, James Barry, Oscar Wilde etc. 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 liest. Es wird dir schon leid tun, dass du nur der Drittbeste bist oder noch weniger. Du kriechst auf der Erde, anstatt durch die Lüfte zu fliegen, indem du diese köstlichsten Stellen herausstreichst. Was du mir da zusammengestrichen hast, dafür danke ich schön. Das gebe von mir und meinen Gefühlen ein völlig falsches Bild. Und deshalb bleibt mir jetzt nichts anderes übrig, als mit dem Feuerhaken auf dich loszuschlagen, mit beiden Händen und ohne Respekt für die paar dünnen Haare, die du noch hast, und dich ganz einfach totzuschlagen. Ich werde also von den Briefen drucken lassen, was mir gefällt. Und wenn du nicht gemeint hast, was du geschrieben hast, dann hättest du es nicht schreiben sollen. Joey, gestern las ich in einer Zeitung, du wärst gar nicht mehr populär. Haha. Und da ist noch eines. Falls du wieder einmal Lust verspüren solltest, eine Schauspielerin zu behexen, bitte benutze sie nicht noch einmal dazu, deine Frau zu ärgern. Das war das Gemeinste von allem, was du getan hast. Pfui. Joey, du amüsierst mich nicht mehr. Sehr schade. Aber ein Mann, der nicht zu seinem Worte steht, das ist ein Irländer. Das Buch erschien. Mit einigen wenigen, natürlich ganz zusammengestrichenen Briefen, die aber immerhin doch etwas zu bieten hatten. Und siehe da, es fand eine wundervolle Presse. Aber Joey war böse. Es vergingen 18 Monate zornigen Schweigens. Es war erst am Tage der triumphalen Uraufführung der heiligen Johanna, dass ich zum ersten Mal wieder von Joey hörte. Du lebst also noch. Ich ging heute in Lyles Witz Garderobe, um ihm noch einige Anweisungen für die Vorstellung zu geben, und er begann plötzlich von dir zu schwärmen. Du seist die größte Schauspielerin der Welt und du seist schöner denn je und du hättest dir für dein Auftreten in einer vorzüglichen Aufführung von Hedda Gabler ein vorzügliches Ensemble zusammengestellt. Der Mann muss übergeschnappt sein. Jetzt verzeih ich dir also die Briefe, denn es gibt irgendwo einen Stern, auf dem du recht hattest mit ihnen. Und auf diesem Stern hätten wir beide geboren werden müssen. Erstaunlich, wie wenig die Leute Bescheid wussten. Nun, und geht es dir gut? Und verdienst du eine Menge Geld? Und hast du wirklich deine mädchenhafte Lieblichkeit wiedererlangt? Und denkst du noch an Tristan und Isolde? Und vergisst du all unsere dummen Konflikte, die wir miteinander hatten? Und hat das Buch dich aus all deinen Schulden herausgerissen? Und. Was für eine Art Leben führst du eigentlich, so im Allgemeinen? Ich werde im Juli 68, das ist alles, was ich von mir zu erzählen habe, außer dem, was du in den Zeitungen lesen kannst. Lieber, lieber Joey, dein Brief hat mich merkwürdig glücklich gemacht. Ja, das Buch hat 2500 Pfund eingebracht. Joey, würdest du mich diese Woche einmal zu einer Nachmittagsvorstellung der heiligen Johanna mitnehmen? Es könnte vieles gut machen. Mit so großer Freude habe ich gelesen, wie du gepriesen wirst, lieber Joey, dass du tief in das Menschenherz hinabsteigst und dass es das Schönste ist, was du je geschrieben hast. Natürlich wirst du mit Mr. Shakespeare verglichen und in einer Zeitung las ich sogar, wie jung du wärst. Niemals vergesse ich Tristan und Isolde und du 21 und ich 17. Und Harfenklänge in den Lüften. Stella begann, schlimme Zeiten durchzumachen.
Sie gab sogar Unterricht in Sprechtechnik für dramatische Kunst. Es wurde immer schwieriger für sie, Rollen zu erhalten. Einmal war es ihr Alter, das ihr im Wege stand, und dann waren ihre Forderungen immer noch sehr groß und ihr Stolz noch größer. Lieber Joey, ich habe immer geglaubt, dass der Kampf des Lebens in unserer Jugend ausgefochten wird, aber keine Spur, erst wenn wir alt sind. Erst wenn unsere Arbeit nicht mehr erwünscht ist, dann tobt er immer weiter und weiter und weiter. Mein Hauswirt will mir hier keine Schüler erlauben. Und mir ein Lokal zu mieten für den Unterricht, das ist mir zu riskant. Ich möchte wissen, ob du kommen und mir dein neues Stück vorlesen wirst, den Kaiser von Amerika. Halb hast du mir's ja schon versprochen. Ich kann einer verhungernden Frau keine Stücke vorlesen, Stella. Ja, was sollen wir nun mit dir machen? Wie wär's denn mit deinem Benefiz? Ich brauche kein Benefiz, ich bin nicht am Verhungern. Ich esse mehr als du. Ich habe ein gutes Feuer im Kamin. Ich habe sogar eine sehr hohe Lebensversicherung für meine Enkelkinder abgeschlossen. Du wirst es also nicht unterstehen, dich mit meiner Armut zu entschuldigen. Noch Joey. Joey, du... Wer du einst sagtest, du wärest mein Freund, Welt ohne Ende. Komm und lies mir dein neues Stück vor. Donnerstag, Freitag, bis 4.30 Uhr bin ich immer frei. Oder Sonnabend, da bin ich ganz frei. Ich wüsste so gerne, wovon es handelt. Um die Wahrheit zu sagen, Stella, ich scheue mich zu sehr, dir das neue Stück vorzulesen. Es ist auch nur eine einzige Szene drin, die dich interessieren würde. Außerdem bin ich schrecklich erkältet und würde dich nur mit Bazillen überschütten. Ich werde vielleicht später einmal kommen. Was soll denn das heißen? Ich ging gestern Abend zum Bühnenball ins Ritz und ich traf dort einen neuen Star, Miss Edith Evans, die mir freudestrahlend erzählte, sie spiele mich im Kaiser von Amerika. Auf dem ganzen Ball sprach man von nichts anderem. Stella, du musst die Sache nicht so aufbauschen. In dem Stück gibt es natürlich gar nichts, was dem Publikum irgendwelche Anhaltspunkte geben könnte und der Presse schon überhaupt nicht. Das bleibt ein Geheimnis zwischen uns. Und meine geliebte Lügnerin erscheint darin liebenswert für alle Welt, wie einst für mich. Die Szene ist eine Reminiszenz an unsere Nachmittage in den alten Zeiten am Kensington Square. So? Ich hab geglaubt, ein Gentleman küsst nicht und lässt es dann drucken, Joey. Wieso? Aber es handelt sich doch nicht um uns. Aber du hast doch eben selber gesagt, es wäre eine Reminiszenz an den Kensington Square. Aber hier in meinem Stück ist doch alles ganz anders. Hier wird gleich an die Tür geklopft. Joey, zerreiß das Stück. Zerreiß die Szene. Vermeide den Skandal, dass ich es verbieten lasse. Das wirst du nicht wagen. Oh, ich werde es wagen, Mr. Shaw. Ich habe die Szene natürlich nicht zerrissen und ich habe sie nicht neu geschrieben. Das Stück wurde aufgeführt und wurde ein großer Erfolg und Stella hat es hingenommen, denn sie war ein Gentleman. Und dann vergingen 7 Jahre, in denen wir beide älter und streitsüchtiger wurden und uns immer mehr entfremdeten. Stella versuchte in Kalifornien beim Film Karriere zu machen. Sie erlitt ein grauenvolles Fiasko. Sie hatte auch eine seltene Begabung, sich überall unbeliebt zu machen. Ihre Rollen wurden immer kleiner und das Geld ging ihr aus. Außerdem hatte sie auch ständig ihren neuesten Pekinesen namens Moonbeam bei sich und lehnte manches Angebot nur seinetwegen ab. Wegen der strengen Quarantäne für Hunde wollte sie auch nicht nach London zurückkommen und überhaupt nirgendwo hinreisen, wo sie Moonbeam nicht mitnehmen konnte. Mein lieber Joey, ich weiß, es ist unverzeihlich dumm von mir, nicht feststellen zu können, dass ich eine alte Dame bin. Hollywood und die Kamera haben mich Bescheidenheit gelehrt, Joey, tiefe Bescheidenheit. Niemand braucht vor mir mehr Angst zu haben. 3 Wochen Arbeit in 18 Monaten. Stell dir dieses Elend vor. Es hat mich fast zerbrochen. Ich komme mir vor wie ein Kind, das keiner will. Genau wie du eines bist. Ein Kind, nicht ein kaltherziger, mürrischer alter Mann, sondern ein hinreißender irischer Bursche, den ich glühend liebe. Gib gut Acht auf dich, Joey. Pflege dich, pflege dich.
Sei ein bisschen faul. Immer deine Stelle. 11. August 1937. Mein methusalemisches Alter, nun dicht an 81, hat mich genötigt, unter meinen Papieren aufzuräumen und überhaupt Anordnungen zu treffen für mein wahrscheinlich nahe bevorstehendes Ableben. Dabei entdeckte ich, dass ich eine furchtbare Dummheit gemacht habe. Ich habe deine Briefe aufbewahrt. Meinem Grundsatz zum Trotz, niemals etwas aufzubewahren, außer unentbehrlichen geschäftlichen Dokumenten. Na, nun wird mir wohl nichts anderes übrig bleiben, als diese Briefe in Umschläge zu stecken und sie dir per Einschreiben zurückzuschicken, sodass du den gesamten Briefwechsel in Händen hast. Das wird seinen Wert erhöhen, wenn du ihn verkaufen musst. Mein lieber Joey, mit Spannung erwarte ich die Einschreibesendungen. Du lieber Gott, das geht einem ans Herz. Die Sehnsucht, mich wieder als Kind zu fühlen, wird mich verführen, die Briefe zu lesen. Ich kann nicht verstehen, warum deine und Charlottens Asche erst in alle Winde gestreut werden muss, bevor deine Briefe an mich erscheinen dürfen. In 50 Jahren wird man in der Luft leben. Niemand wird dann überhaupt noch Bücher lesen. Nur deine Briefe an mich, die wird jeder Flieger in seinem Handgepäck mitführen, wegen der Drossel, die aus deinen Worten singt. Meine kleine Rente von 500 im Jahr sichert mir den allernotwendigsten Lebensunterhalt. Ich lebe sehr einfach. In einem der billigsten Hotels in New York. $83 im Monat und ein Kühlschrank. Ich sende dir heute ein Kapitel meines neuen Buches, Joey. Wenn du das liest, wirst du verstehen, warum ich von Hollywood fortlief. Hinauf in die Berge zum Sky Forest, 7000 Fuß über dem Meer. Und dort 7 Monate lang in einer Blockhütte hauste. Wundervolle Monate, voll unbeschreiblicher Schönheit. Den ganzen Tag und die halbe Nacht schrieb ich an meinem Buch. Dann leider fing es an, Blutandrang und Ohnmachtsanfälle. Und der Arzt stellte fest, zu viel Arbeit in zu großer Höhe. Und so musste ich denn leider nach New York herunter und verkroch mich hier in dieses kleine Zimmer und blieb vorerst einmal 9 Wochen im Bett. Jetzt geht es mir wieder ganz gut. Ich bin soeben von 2 Sommerengagements zurückgekommen. Jeden Abend eine Ovation und ich musste eine Rede halten am Schluss. Und das war soweit ganz aufmunternd. Dass du einmal etwas für mich übrig hattest, wird mich ein wenig aus dem Staub erheben und mir irgendwo in deiner Nähe einen Platz anweisen. Das macht mich stolz und glücklich, Stella. Ehe ich noch diesen rührenden Brief beantworten konnte, wurde ich schwer krank. Einige amerikanische Zeitungen meldeten sogar mein Ableben mit vollständiger Todesanzeige und redaktionellen Seufzern der Erleichterung. Aber dies ist ein Zeitalter der Wunder. Ich sitze wieder an meinem Schreibtisch, obwohl es reine Pedanterie ist, mich noch am Leben zu erhalten. Denn ich bin 82 und sehe auch so aus. Aber wahrscheinlich wird der Kerl, der Hitler, uns alle umbringen, wenn es die Ärzte nicht tun. Paris, den 3. Mai 1938. Mein lieber Joey, warum redest du immerzu von deinem Alter? Du versäumst ja die Glorie des Sonnenunterganges und den göttlichen Humor des Bereitseins. Von einem Bekannten habe ich von dem gewaltigen Erfolg deines Pygmalion-Filmes gehört. Du musst ja jetzt so viel Geld verdienen, Joey, dass du gar nicht mehr weißt, was du damit anfangen sollst. Ich möchte wissen, ob du dich nicht vielleicht erinnerst,
wie viele Qualen und Mühen ich einmal um Pygmalion ausgestanden habe. Aber sicher hast du das vergessen, sonst hättest du mir doch bestimmt ein Weihnachtspaket geschickt. Und du hast in der ganzen Welt herum erzählt, ich wäre unmöglich am Theater. Und es hat mir sehr geschadet, Joey. Nur wegen des einen Males, wo ich es wirklich nicht mehr länger aushalten konnte mit dir und mit dem Fuß aufstampfte und schrie, wenn Mr. Shaw nicht das Theater verlässt, dann muss ich es verlassen. Weißt du das noch, Joey? Du musstest das Theater verlassen. Das hast du mir nie verzeihen können. Niemals, Joey, niemals. Ob du das noch weißt oder nicht. Wahr ist das doch. Ich habe kein Geld. Und nächsten Monat muss ich riesige Summen an Steuern nachzahlen. Der Film Pygmalion hat mir noch keinen Pfennig eingebracht. Man sagte mir, ich soll dich hier herüberholen. Aber ich würde lieber den Teufel herholen. Du würdest zu viele Erinnerungen zurückbringen und alte Wunden wieder aufreißen. Du Lügner. Du geliebter Lügner, was aus unseren Briefen werden soll, wenn wirklich Krieg kommt, das möchte ich wissen. Vorläufig habe ich sie in einer großen Hutschachtel unter das Bett geschoben. Endlich habe ich dich da, wo ich dich immer haben wollte. Und ich höre, du hast schon wieder ein neues Stück geschrieben. Aber Joey, in deinem Alter... Mein neues Stück Genf ist scheußlich. Der liebenswürdige Kritiker vergleicht mich mit einem würdevollen Affen, der mit Kokosnüssen nach dem Publikum wirft. Ach, ich möchte aufhören, den Unliebenswürdigen zu spielen, aber ich muss Stücke wie Genf schreiben. Ich möchte das gar nicht. Aber es geht nicht anders. Der Krieg steht vor der Tür. Joey, das war der gescheiteste Einfall, den du jemals hattest. Bei weitem. Bei weitem, bei weitem. Ich hätte den Namen Joey erfunden. Deine geschriebenen Worte gaben mir den ein. Wenn die nicht wahr waren, dann war Joey ein Betrüger. Aber höre, Joey, ich werde deine Zeit nicht länger mit meinen lächerlichen Briefen in Anspruch nehmen. Wir werden uns im Himmel wiedersehen. Du wirst dich verbeugen und ich werde einen Knicks machen. Und die Engel werden zueinander sagen, die griffen nicht nach Lust, die Geisterwelt zu trüben. Nur noch einmal sollte ich von Stella hören. Ich antwortete ihr zum letzten Mal und damit war es aus. Sie schrieb mir am 28. Juni 1939, sie war 74, gerade bevor sie nach Südfrankreich, nach Po übersiedelte, ihrem letzten Heim auf dieser Erde. Hitler versammelte seine Kanonen vor der Maginot-Linie. Der Zweite Weltkrieg stand uns bevor. Ich hatte Stella kurz vorher benachrichtigt, dass man an sie für eine Rolle in meinem neuen Major Barbara-Film gedacht hatte. Wusste aber nicht, ob sie noch ernsthaft in Betracht kam. Ja, ich komme noch ganz ernsthaft in Betracht. Aber nicht als Kanonenfutter, weißt du. Ich hoffe sehr bald, von Paris fortzukommen. Nach Südfrankreich, in ein kleines Hotel in einer schönen Landschaft. Ich gewöhne mich allmählich daran, in Armut und ohne jeden Komfort zu leben. Und auch an die sehr fühlbare Einsamkeit. Niemanden zu haben, der mich am Arm über die Straße führt, wenn ich Moonbeam durch den entsetzlichen, rasenden Verkehr trage. Stella. Whitehall Court, 21. August 1939. Meine liebe Stella, der Riese ist altersschwach und sein Weib krümmt sich vor Hexenschuss. Ich halte mich dieses Jahr von Malvern fern. Aber mein neues Stück hat dort das Festival belebt. Es handelt von Karl II., seiner Frau, zweien seiner Huren, einer Schauspielerin, Isaac Newton, seiner Haushälterin und seinem Stubenmädchen,
George Fox, dem ersten, Quaker, Kneller, dem Maler und Jakob, dem zweiten. Das Inszenieren habe ich aufgegeben. Ich bin zu alt. Zu alt. Zu alt. G. B. S.